Guten Abend wohl miteinander. So, das ist das neue Format von BRM Sound, hier exklusiv auf YouTube. Und da ist immer einfach mal ein bisschen Weisheit mit BRM, oder? Meine Weisheit. Also, da erzähle ich ein paar Geschichten aus meinem Leben. Wenn ihr den Plausch hat, wenn ihr so interessiert, könnt ihr weiterhören. Wenn nicht, dann könnt ihr den Scheiss direkt zumachen und wünsche mir einen schönen Abend. Da geht es jetzt darum, wie ich angefangen habe mit dem Küngelrauchen und dem ganzen Scheissdreck und wie das dann gelaufen ist und meine Erfahrungen mit Küngel, oder? Es ist so, ich habe erst mit 17 angefangen, Küngelrauchen. Damals in einem Klassenlager noch gar nichts geraucht, keine Zigarette, nichts. Habe ich dann mit 17 das erste Mal Ziggy geraucht, oder? Mir hat jemand angeboten und gesagt, mal, jawohl, ja, das finde ich interessant. Ich würde es gerne mal an einem Glimmstängel ziehen, jawohl. Und dann natürlich am gleichen Tag habe ich dann noch Küngel geraucht. Und dann seit dort jeden Tag. Da habe ich so den Plausch gehabt. Hat es mich voll verbessert, habe ich den Plausch gehabt. Ich habe mir gedacht, mal, das ist lässig. Da habe ich jetzt den Plausch. Und dann war es natürlich so, da war ich im dritten Oberstufe. Jawohl. Dann bin ich ins 10. Schuljahr gekommen. Der erste Schultag, das weiss ich noch. Bin ich am Vorabend mit den Müttern schauen. Wo dann das Schulhaus ist, der ganze Scheissdreck. Okay, alles in Ordnung. Bin ich am Morgen aufgestanden. Zwei Öfen geraucht, bevor ich auf den Zug bin, jawohl. Habe natürlich nichts mehr gecheckt, oder? Bin ich einfach irgendwo ausgestiegen. Ja, ja, kein Problem. Dürfen wir mal schauen. Ja, ja, das wird schon das Richtige sein. Nein, ist es effektiv nicht. Dann bin ich natürlich, habe ich nochmal müssen in den Zug, weil ich die falsche Richtung bin. Dann bin ich nachher auch mit zwei Stunden Verspätung, ist natürlich die ganze Einführung und der ganze Scheiss direkt schon vorbei gewesen, oder? Dann habe ich müssen natürlich in meine Klasse hineinhocken. Habe ich keine Ahnung gewusst, oder? Voll bekifft. Bin ich einfach mal irgendwo reingehöckelt. Ja, ja. Hocken wir einfach mal irgendwo in der Klasse. Wird schon gut kommen. Da habe ich mich auch schon vorgestellt und alles. Zwei Stunden etwa drin gehockt. Jawohl, alles in Ordnung. Kein Problem, dann sagen sie mir, Entschuldigung. Aber sie sind in der falschen Klasse. Dann habe ich gesagt, oh, Entschuldigung, ja. Tut mir leid, hey, ja, dann sollten wir doch wechseln, oder? Da bin ich natürlich voll bekifft. In das Schulzimmer gekommen, in die richtige Klasse, da hat mir natürlich alle angeschaut und ich voll bekifft. Nein, das ist der Horror gewesen, oder? Ist natürlich zum Kotzen, oder? Und ich würde euch raten, das Küngelrauchen, könnt so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal überlegen, ob ihr mit dem Scheissdreck überhaupt anfangen könnt. Gott, verdammt nochmal, wie das... Die einen verträgen den Scheissdreck, die anderen nicht. Ich habe Kollegen, die verträgen den ganzen Scheissdreck, können rauchen, können arbeiten, ohne Problem. Aber dann gibt es eben auch die anderen, die es eben nicht verträgen. Und denen würde ich raten, hört auf mit dem Scheissdreck. Muss natürlich jeder für sich selber wissen. Aber das ist natürlich bei mir dann so weitergegangen. Dann bin ich nachher in die Lehre gekommen. Auf den letzten Drücker habe ich noch etwas gefunden, als Servicefachangestellter in der Nummer 1. Dort habe ich übrigens auch so gelernt reden, oder? Dann bin ich dort auch am ersten Tag voll bekifft, zu arbeiten, oder? Da habe ich einmal zum Beispiel ist mir etwas passiert. Da habe ich das Blöckli, wo man den Dings aufnimmt, die Bestellung, habe ich gesehen bei der Kasse vorne. Und der Kugelschreiber. Da habe ich gedacht, ja, ja, komm, jetzt die Bestellung kann ich schon ohne Blöckli aufnehmen. Ist kein Problem, oder? Tun wir es mal mit dem Kopf machen. Das ist doch überhaupt kein Problem. Bin ich am Tisch, natürlich voll bekifft. Ich denke, dass die meinen, dass ich voll bekifft bin. Das kennt doch jeder. Und Paranoia über den ganzen Scheissdreck, Schweißausbrüche. Die ganze Palette, oder? Habe die Bestellung aufgenommen, kein Problem. Bin ich zu der Kasse, das wollte ich tippen, habe gar nichts mehr gewusst. Jawohl, nicht einmal Getränk. Da habe ich gar nichts mehr gewusst. Und dann habe ich natürlich nochmal müssen am Tisch. Da habe ich gesagt, sie, Entschuldigung, ich habe die ganze Bestellung vergessen. Könnte ich das nochmal aufnehmen? Ich habe jetzt eine Kugelscheibe dabei. Tut mir leid, Entschuldigung. Ja, das ist halt so ein Scheissdreck. Passiert halt, oder? Da ist mir natürlich noch recht viel passiert, oder? Da musste ich zum Beispiel eine grosse Gruppe von 40 Personen habe ich mit dem Tabler müssen Getränke servieren. Habe ich alle Getränke, Flaschen inklusive Glas aufs Tabler da. Rechne ich sicher etwa 8 bis 10 Getränke, oder? Lauf führen. Ins Alte fliegt der ganze Scheissdreck am Boden. Vor allen Leuten und ich voll bekifft. Das ist nicht. Das kann es doch nicht sein.
Ist natürlich peinlich, der ganze. Dann musst du natürlich alles noch putzen. Bist ganz allein. Ja, es war wirklich zum Kotzen. Und oftmals ist mir dann auch, wenn ich den Teller abgeräumt habe, zum Beispiel die ganze Soße hineingeräumt, auch in den Kragen hinein. Und auch mal bei einem, dann ist mir ein Messer in den Kragen hinein geflogen, zum Glück unten wieder rausgekommen. Und das ist wirklich, wirklich wahr, die Geschichte, die ich euch hier erzähle. Und ich glaube, dass der ganze Scheissdreck ist mir nur passiert, weil ich völlig bekifft war. Und dann ist natürlich ab und zu vorgekommen, dass man dann angefangen hat mit dieser Panikattacke. Da hockst du auf dem Sofa, da fängt das Herz an zu stolpern. Ich kenne sicher jeden. Fängt das Herz an zu stolpern, kommt Schweißausbrüche über. Der linke Arm wird eventuell sogar taub. Dann musst du das Fenster in die frische Luft. Das kann es doch effektiv nicht sein. Da geht es dann nicht mehr. Das kann es doch nicht sein, dass wegen so einem Scheissdreck der Herzrasen nicht bekommst, den ganzen Scheissdreck. Und den ganzen Scheissdreck kann ich bis heute. Ja, das sind über 10 Jahre, Gottverdammt. Und ich hatte immer noch den Scheissdreck. Ich glaube, ich vermute, das ist wegen dem Kiffen. Jetzt kommen natürlich wieder die einen sagen, nein, das ist kein Problem. Jawohl, hast recht. Es wirkt bei jeder Person verschieden. Oder? Einer reagiert so drauf, der andere so. Für den einen ist es kein Problem. Aber die Mehrheit, glaubt mir, die jungen Schnuffer, auch die jungen Schnuffer. Ich rede aus Erfahrung. Oder? Und da habe ich natürlich noch einen Kollegen, einen guten. Ein junger Schnut. Bei dem ist natürlich, der hat Blasenkrebs bekommen und den Prostatakrebs. Und da ist bei ihm gestanden wegen Nikotin. Ich habe es mit meinen Augen gesehen im Spital. Und dort habe ich müssen sagen, jawohl, das kann es nicht sein. Weil da hat der Arzt gesagt, das ist, weil der Nikotin weiter abgeatmet wird. Und das wird über den Küngel. Da ziehst du ja viel fester dran, oder? Ziehst du dran, oder? Dann geht der ganze Scheiss bis ab, ist bei mir geblasen, hat es nicht mehr gezwickt und dann hat er geschifft und der ganze Scheiss war voller Blut. Gewesen, er war schon älter, über 40 war, aber ja, wieso sollte man nicht vorher schon aufhören mit dem Scheissdreck, wenn die Gefahr besteht, so ein Scheissdreck? Ist mir klar, man kann diesen Scheissdreck auch bekommen, wenn man noch nie geraucht hat. Es gibt auch 17-Jährige oder 5-Jährige, die Krebs haben. Aber dort ist gestanden aufgrund von Nikotin. Ich habe es mit meinen Augen gesehen. Dann frage ich mich, wieso raucht man denn den Scheissdreck? Das ist doch birrenweich. Ich habe natürlich schon den Plausch gehabt. Ich muss schon sagen, es war lässig. Gehen wir dort im Sommer irgendwo, gehen wir dort einen Küngel rauchen, gehen wir dort einen Küngel rauchen, dort einen Küngel rauchen. Ist lässig, oder? Aber es geht auch ohne. Ich hänge sie jetzt ohne Küngel rauchen. Gottverdammt nochmal. Fühle mich ein bisschen gesünder. Bin ein bisschen klarer im Kopf. Ich weiss nicht, ob ich den ganzen Scheissdreck da, ob es mich überhaupt geben würde, hätte ich keinen Hüngel geraucht. Ich will jetzt nicht alles ins Negative da, schieben. Gottverdammt nochmal. Das effektiv nicht. Aber ich habe dann irgendwann beschlossen, so nicht. Ich habe nicht schrittweise aufgehört. So geht das nicht. Also, Zigaretten verbrochen, die Scheisse haben, schönen Abend, ist mir scheisse gleich. Ob die Scheisse verstopft ist nachher, besser als dass meine Lunge verstopft ist, oder meine Arterien, oder sonst irgendeine Scheisse. Der ganze Scheissdreck weg, ohne Kaugummi, ohne Hilfsmittel. Du musst einfach immer denken, was ist stärker? Die Zigaretten, der Küngel, oder ich selber? Aber sicher nicht so einen kleinen Glimmstein, wo ich auf Domino habe. Habe ich mir gedacht, nein, schönen Abend, weg mit dem huren Scheissdreck. Brauche ich nicht. Schönen Abend. Hört auf mit dem Scheissdreck. Hört auf, irgendwann, auch wenn du vielleicht wenn du noch 20 bist, rauf den Scheissdreck, aber wenn du 39 bist, hör auf mit dem ganzen Scheissdreck. Hört auf. Gott, verdammt nochmal. Smoke weed every day.